Freunde, heute gibt es wieder was Leckeres aus dem Garten und das wieder so easy, einfach und lecker und vor allem so schnell. Ich sag nur eins, Lachs, Käse, also Cheddar-Käse, Gorgonzola, Blauschimmelkäse, was war es denn noch, Creme Fraiche und ordentlich Rucola. Also das sind Tortillas, wie sie sich gehören, mal was ganz anderes und genauso easy, einfach und lecker. Also bleibt dran. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Fast Cooker. Ich bin Dennis und heute gibt's wieder was zwischen die Kauleisten und das schnell, easy, einfach und lecker. Liebe Freunde, und wir legen auch gleich los. Ich habe hier auf meinen Campingkocher im Garten eine Pfanne drauf gebaut. Ne, ihr seht, ich habe die ersten Tortillas schon gegessen und dann kam mir der geniale Einfall. Hey, cooles Video. Ne? Und so machen wir das auch. Ich habe jetzt die Flamme noch nicht eingeschalten. Also in die kalte Pfanne etwas Öl. Ich habe ein Zitronenöl. Da könnt ihr auch ein Zitronenolivenöl nehmen. Ist genauso super, wenn nicht sogar noch besser. Aber ich habe nur das da. Ne? Und da kommt jetzt der Frepp rein. Dann verteilen wir das Öl auch auf der anderen Seite und dann gucken wir, ob wir alle Zutaten haben. Ich habe alle und ihr werdet sehen, welche das sind. Und jetzt schalte ich meinen Herd an und gehe auf ganz niedrige Flamme, dass uns der Tortilla nicht wegbrennt. Jetzt könnt ihr Lachsscheiben nehmen, aber ich wollte es ja günstig halten. Wie immer halt. Und da finde ich diesen Seelachsmus, den kennt ihr sicherlich alle, sehr gut. Und dann je nach Geschmack in der Mitte von dem Tortilla diesen Seelachsmus verteilen. Das reicht mir jetzt. Danach kommt bei mir Blue Scheiben von Castello. Ne? Ich finde das immer im Netto. Meine Frau liebt das. Das sind Blauschimmelkäse in Scheiben. Sieht drin so aus. Und da können wir ein paar grobe Stücke mit draufhauen. Und ich habe die Kamera jetzt mal näher rangefahren. Da seht ihr das. Blauschimmelkäse. Und dann extra noch eine Ladung Gorgonzola-Käse. Ne, der schmiert ja so ein bisschen. Das verteilt ihr in der Mitte so. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir schon mal die ersten Zutaten drauf und gucken uns mal unseren Tortilla an. Ja, das sieht gut aus. Und deswegen klappen wir... Nee, noch nicht. Mensch, Leute, ich habe das Wichtigste vergessen. Jetzt kommt hier noch geriebener Cheddar-Käse. So. Und damit der Käse so ein bisschen zerläuft, schlage ich das jetzt erstmal ein. Da kann das mal 10, 20 Sekunden stehen. Auf der Seite auch. Und dann nehmen wir den ganzen Tortilla runter. Das müsste reichen. Wartet. Ich muss meine Kameraeinstellung ändern, dass ihr das seht. So Freunde, ich habe jetzt hier schon aufgeklappt und ihr seht, der Käse ist zerlaufen. Ich habe schon angefangen, etwas Sour Cream dort drauf zu streichen. Das macht die ganze Sache noch etwas frischer. Und dann, ach so, und also wie gesagt, ne, ihr könnt auch Lachsscheiben nehmen. Aber ich finde, diese Gläser sind so ideal und der Lachsgeschmack ist so gut konzentriert. Und es lässt sich halt gut haltbar machen. Ne? Oder es ist gut haltbar. Und jetzt kommt hier drüber noch frischer Rucola. Und dann können wir das einschlagen. Und dann haben wir unseren Tortilla fertig. Schaut euch das an. Ich schneide euch das jetzt gleich nochmal auf. Macht das ein bisschen ordentlich auf dem Teller. Aber im Prinzip war es das schon wieder. Ne, Tortilla wieder easy, einfach und lecker. So, das Foto nochmal durchschneiden. Ganz schön zusammengedrückt.
Aber ihr seht's, ne? Unsere leckeren Lachs-Gorgonzola, Blauschimmel, Käse-Tortillas. Mega.